Ich habe gemerkt, ich werde nicht so ernst genommen. Das liegt am Schweizer sein. In Schweizer kommt nirgends in den Raum rein, Leute sagen so, boah, guck mal, ein Schweizer. Und jetzt habe ich was überlegt. Kennt ihr das, wenn in Filmen der Held auftaucht, dann kommt irgendwie die passende Hintergrundmusik oder der Bösewicht. Und man weiß sofort, boah, das ist der Held. Ich habe jetzt immer mein iPhone dabei. Und da ist Musik drauf. Und wenn ich irgendwo reinkomme und ich will, dass die Respekt haben, dann mache ich das passende Lied an. Zum Beispiel, ich gehe bei McDonald's rein. Ich mache die Tür auf so, bam! Ein Happy Me, bitte. Aber das geht immer. Das geht immer. Oder stell dir vor, du bist auf der Straße. Ja, guck mal, ich sehe dich auf der Straße. Du hast irgendeinen Grund, gefällst du mir nicht. Ich suche Streit mit dir. Aber ich will, dass du Respekt hast. Ich gucke dir tief in die Augen. Ich gucke dich an. Und ich rufe so, hey! Mach nichts, mach nichts. Nein, nein, das ist jetzt Quatsch. Aber ich muss auch ganz sagen, es war auch nicht so leicht, so wie ich die Nerven zu behalten, weil ich mache diese Nummer mit ihm und was macht der? Er macht mich nach. Und ich denke mir so, fuck, der meint das ernst? Ich komme hier nicht mehr raus? Und am Schluss macht er noch so. Und ich so, was? Will er nachher noch mich ausführen oder was? Jetzt verbulle ich ihn, danach fick ich dich. So, was ist das? Danke. Aber guck mal, er macht dich so. Nein, er macht dir keine Sorgen. Ich fick dich nur. Wir machen einfach weiter. Aber hast du... Die ganze Nummer ist schon im Arsch eigentlich. Aber habt ihr gesehen, wie viel Respekt... Ja, jetzt nicht, aber wie viel Respekt eigentlich sonst da wäre? Normalerweise, das kannst du nur mit Deutschen machen, ja. Der Respekt ist gleich da. Das Problem ist nur, wenn ihr das macht und ihr kommt auf den falschen Knopf, das kann der Szene eine ganz andere Richtung geben. Guck mal, ich sehe dich auf der Straße. Ich gucke dir tief in die Augen und rufe so, hey! Weißt du? Ganz andere Stimmung, ganz andere... Guck mal, Polo, ist dir aufgefallen, dass du da eins bis immer klatschen willst? Das ist so peinlich gerade. Du siehst, guck mal, ich sehe immer nur den Polo immer nur so. Was? Lustig! Gut, war lustig! Das einzige Wort, das ich kann. Und alle Ausländer, ist keiner von uns. Ich brauche das ja noch. Das könnt ihr immer benutzen. Immer. Probiert das aus. Oder wenn ihr mal eine Situation entschärfen wollt. Das ist mir auch schon passiert. Einer wollte Streit mit mir. Ja? Auf der anderen Straße, du rufst so rüber so, hey, willst du aufs Maul? Und ich einfach ganz entspannt so. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen... Ich hab dann trotzdem aufs Maul gekriegt. Hey, aber nur ein bisschen. Oder du bist mit deinem Schatz im Schlafzimmer. Und du willst, dass es zur Sache geht. Du willst, dass sie weiß, dass es gleich abgeht. Du guckst sie an. Tut mir leid, das schon wieder. Du guckst sie an und sagst so, hey, Baby. Wollen wir jetzt mal schnell gehen, muss im Schlafzimmer. Hey, Baby. Mein Lieber, das war's von mir.